Guten Tag, meine liebe Schüler und Schülerinnen. Wie geht's euch? Ich vermisse euch sehr. Ich bin Frau Sarah und das ist die 18. Stunde. Drei Grundstufe, Lektion 7. Was möchtest du essen? Hier ist die grammatische Regal. Das ist die Seite 48 im Booklet. Das Modal wird möchten ähnlich Mond. Möchten. Das ist ein Modalverb. Ähnlich das Verb können und das Verb wollen. Diese Verben kommt immer Nummer 2. Und wir konjugieren das Verb mit Subjekt, aber am Ende das Verb braucht ein anderes Verb am Ende des Satzes und im Infinitiv endet mit en. Das Verb möchten ist ein Modalverb, braucht ein anderes Verb am Ende des Satzes im Infinitiv und manchmal nicht. Hier Subjekt, dann das Verb möchten Nummer 2 und hier am Ende ein anderes Verb. Und hier sind die Konjugation von Verb möchten. Wir müssen das sehr gut lernen. Mit ich spreche, ich sage, für en, tschüss, weg. Mit ich, das Verb endet mit e, möchte. Und mit du, das Verb endet mit st, möchtest. Aber ich schreibe hier noch e. Möchtest. Und mit er ist sie, das Verb wird möchte, also nicht möchtet, möchte. Und mit wir und sie, das Verb wird möchten. Noch einmal en. Und am Ende mit ihr, das Verb wird möchtet. Möchte, möchtest, möchte, möchten, möchtet. Und hier sind die Beispiele. Zum Beispiel, ich möchte Brot mit Käse. Ich habe Hunger. Ich möchte Müsli essen. I am hungry. Ich habe Durst. I am thirst. Ich möchte Orangensaft trinken. Das Verb möchten kommt Nummer 2 und am Ende ein anderes Verb im Infinitiv endet mit en. Und hier das Verb möchte kommt Nummer 2 und am Ende ein anderes Verb kommt im Infinitiv endet mit en. Aber hier das Verb möchten kann als Hauptverb. Ich möchte Brot mit Käse. Nur Brot mit Käse. Ich kann nicht sagen hier essen. Ich kann sagen essen oder nicht. Und hier die Bedeutung von ich habe Hunger, ich habe Durst, ich habe Hunger, ich möchte essen, ich habe Durst, ich möchte trinken. Und hier unser Kurzbuch, Seite 58. Bei Grazia zu Besuch. Es klingelt und Grazia öffnet die Tür. Anna und Benno sind da. Hurra! Das ist Grazia und die Mutter von Grazia. Und hier Anna und Benno kommt und sie besuchen Grazia. Dieses Haus ist von Grazia und die Tür klingelt und Anna und Benno kommen. Hoch dazu bitte und konzentriert. Lektion 7. Bei Grazia zu Besuch. Es klingelt. Grazia öffnet die Tür. Oh, Anna und Benno sind da. Hurra! Hallo Grazia, guten Tag, Frau Turini. Hallo Anna, hallo Benno, kommt rein. Hallo. Ich habe Hunger. Ach Benno, du hast immer Hunger. Au ja. Und ich habe Durst. Und hier die
Konversation ist endet. Hier, das ist Frau Tureni. Hallo Anna, hallo Benno, kommt rein, kommt rein, kommt, ich komme. Hallo, hallo Grazia, guten Tag, Frau Tureni. Benno sagt, ich habe Hunger. Benno möchte essen. Ach, Grazia sagt, Benno, du hast immer Hunger. Immer, immer. Du möchtest immer essen. Aber Benno antwortet, oh ja, und ich habe Durst. Benno möchte also trinken. Benno möchte essen und möchte trinken. Und hier, das ist die andere Seite, Seite 59 im Kurzbuch. Alle sitzen am Tisch und jeder kann essen und trinken, was er mag. Hör dazu bitte und du konzentrierst noch einmal. Alle sitzen am Tisch. Jeder kann essen und trinken, was er mag. Was möchtest du essen, Benno? Brot mit Käse, bitte. Und du, Anna? Ich möchte Joghurt mit Honig und Müsli. Was möchtest du trinken? Milch, bitte. Und ich trinke Tomatensaft mit Salz und Pfeffer. Das schmeckt gut. Na dann, guten Appetit. Das schmeckt richtig lecker. Ich habe Hunger. Und hier, Frau Tureni fragt, was möchtest du essen? Benno antwortet, Brot mit Käse. Ein Sandwich. Brot mit Käse, bitte, please. Und du, Anna, Frau Tureni fragt, Anna antwortet, ich möchte Joghurt mit Honig und Müsli. Anna kann das essen. Und ich möchte dann hier ohne das Verb am Ende essen. Ich kann sagen, ich möchte Joghurt essen oder ich kann sagen, ich möchte Joghurt, nur Joghurt. Und ich sage nicht essen am Ende. Und Frau Tureni fragt, was möchtest du trinken? Anna antwortet, Milch bitte. Benno möchte nicht trinken, Anna möchte trinken. Und sie sagt, Milch bitte. Was möchtest du trinken? Grazia sagt, ich trinke Tomatensaft. Orangensaft, Tomatensaft, das ist ein Saft aus Tomaten mit Salz und Pfeffer. Das schmeckt gut. Das ist lecker, sehr gut, sehr gut. Und dann, Frau Tureni sagt, guten Appetit. Guten Appetit, wenn ich etwas essen und jemand kann sagt, guten Appetit. Im Restaurant oder zu Hause, guten Appetit. Und hier, es gibt zwei Fragen, sehr wichtige Fragen. Was möchtest du trinken? Was möchtest du essen? Und hier, die Stunde kommt zu Ende. Konzentriert bitte. Folgt meine Videos, lernt viel. Danke und auf Wiedersehen.